Geschichte, zusammengebaut 2017. Stehe ich mit meinem lieben Freund Stefan Sander. Schön, dass du da bist. Hi Andres, schön hier zu sein. Du bist ja eine Ikone im Lego-Biz. Du organisierst mit einigen tollen Leuten das Gelbeck Fan Weekend. Jetzt bist du hier in einer kleinen Halle, man fühlt sich aber trotzdem wohl. Naja, es ist natürlich ein Event wie Scareback zu organisieren, ist doch eine ganz ordentliche Herausforderung. Umso mehr genieße ich es mal, auf der anderen Seite zu stehen und zu fragen, wie geht denn das, wo ist denn dies, wo ist denn das, wo ist denn jenes? Ja, und mal die Zeit zu finden, mit den Leuten auch mal wieder zu sprechen. Das fehlt doch ein bisschen, wenn man so ein Event organisiert. Und wir konnten dir hier schöne Fläche bieten, damit du deinen tollen Zug auffahren kannst. Jetzt bin ich jetzt nicht der Riesenzugexperte. Ich fahre gerne Zug und ich mag die Modelle gerne. Sag uns doch mal, was wir hier genau sehen, was sich auch gerade schön bewegt. Also normal, ich bin Autofan, ich baue Autos. Ja, aber hatte früher als Kind selber eine Modelleisenbahn, so eine Spur N und war immer begeistert von dem TEE, von dem Trans-Europe Express. Der war damals im Kindesalter aber so unerschwinglich teuer, das hat nie sollen sein. Und jetzt als Erwachsener habe ich dann gesagt, naja, in Spur N brauche ich jetzt auch nicht mehr, also baue ich mehr halt selber. Und naja, da ist er halt ja, ein bisschen größer geworden. 3,80 Meter und ungefähr 17 Kilo Lego sind hier verbaut. Das heißt, es ist durchaus eine richtige Hausmarke. Jetzt ist es aber so, du hast den Zug und der fährt natürlich auf deutlich größeren Schienen. Du musst also auch die Schienen selbst bauen. Na, ich baue ja in 1:20 im Miniland-Maßstab. Und während das Legoland ja da so ein bisschen mogelt und die Schienen aus Metall zukauft, das ist ja, die Schwellen werden tatsächlich von Lego hergestellt, die Schienen nicht, habe ich aber die gleiche Spurweite wie im Legoland. Das heißt, der Zug kann und ist auch schon mal auf den Schienen im Legoland gestanden und könnte da problemlos drauf fahren. Ich habe was gesehen bei dir vor ein paar Wochen schon mal auf deiner Website xbrick.de. Du hast den im Legoland Windsor fahren lassen. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja, saublöde Idee. Es war damals die Weihnachtsfeier von der British Association war im Legoland Windsor. Und da hatte ich halt angefragt, ob ich meinen Zug dann mitnehmen und mal irgendwie ein paar schöne Fotos machen kann. Ja, da hatten wir auch überhaupt kein Problem mit, weil der Park ist zu der Zeit halt geschlossen gewesen. Deshalb konnten wir da sowas dann mal machen. Blöderweise habe ich nicht damit gerechnet, dass man Modelle wirklich so verpacken muss, dass die einen Sturz aus einem Meter Höhe absolut unbeschadet überstehen. Ich habe bis nachts um 3 gebraucht, um die Triebköpfe wieder zusammenzukriegen. Ich hatte aber noch großes Glück, weil es sind ja 2 Triebköpfe und beide sind so unterschiedlich kaputt gegangen, dass ich jeweils von dem einen beim anderen wieder abgucken konnte. Ansonsten hätte ich es gar nicht, wär's gar nicht machbar gewesen. Also jetzt hast du zum Glück den Zug in einem Stück herbekommen und er wird doch flankiert von einigen Autos. Du bist ja ein begnadeter Bauer von Fahrzeugen im Allgemeinen. Also ich finde den Zug ganz ehrlich richtig großartig. Und bei Autos bin ich immer so ein bisschen raus. Porsche, Ferrari gibt es. Was hast du denn diesmal mitgebracht? Naja, also der aufmerksame Beobachter wird vielleicht feststellen, dass hier ein paar Autos stehen, die Lego halt auch als Set rausgebracht hat. Wenn gleich halt im falschen Maßstab. Ja, ich weiß nicht, wer da immer nicht aufpasst. Sind also jetzt hier 3 Modelle, die ich halt in 1:20 einfach mal nachgebaut habe, wo Lego halt nicht so ganz aufgepasst hat bei der Wahl des Maßstabs. Also geht los mit so einem kleinen Truck. Ja, müsst ihr ja glatt mal fragen, welcher Jahrgang du bist, weil die Älteren unter uns werden Colt Sivas den Pickup erkennen, aber dafür muss man in den 80ern halt auch Fernsehen geguckt haben. Ja, 79 bin ich Baujahr, aber da bin ich ja... Das ist ein Altersproblem dann tatsächlich. Ja, da bist du einfach zu jung für dann, um das zu können. Aber die Älteren, die werden sich da unter Umständen noch dran erinnern, ja. Aber dann kommt Knight Rider hier, den kenne ich. Kid. Knight Rider, auch ein Kind der 80er, der ist aber doch so populär, irgendwie den erkennt man ja. Und auch hier das berühmte Lauflicht ist also auch nicht mit Fremdteilen, sondern alles 100% aus Lego. Da bist du richtiger Purist, ne? Absolut. Sehr gut. Also was möglich ist, das Nummernschild, ja, das bedrucke ich, das ist okay, aber das ist auch alles, was drin ist. Also alles darüber hinaus an Manipulationen
kann ich nicht. So, und hier drin ist so ein altes Fiberoptikteil aus Ende der 90er. Das sind so acht Fiberoptik-Schläuche und die in der richtigen Reihenfolge angebracht ergeben perfekt das Lauflicht, ohne dass man groß irgendwas machen muss. Also das hat Lego praktisch so geliefert. Großartig. Also David Hasselhoff singt gleich noch. Dann haben wir da, muss ich mich festlegen, ich würde sagen, das ist ein Ferrari. Schlag mich nicht. Das ist ein Ferrari Enzo. Ja. Und dann geh gerne noch mal einmal so die Autos durch, damit Michael einmal zeigen kann, was du noch Schönes mitgebracht hast. Ja, also das ist ein Citroën SM. Das ist eine Kooperation damals von Citroën mit Maserati. Also der hat Maserati-Motor und war so vollgestopft mit Technik, dass er nicht unbedingt als Ikone der Zuverlässigkeit bekannt war. Dann darf ich, Entschuldige, ich will mal mein Wissen ein bisschen raushängen lassen. Caterham und Porsche. Naja, wie soll ich sagen, bei dem Caterham muss man jetzt nicht unbedingt ein Genie sein, um den zu erkennen. Ja, das, aber ist es richtig? Ja? Danke, danke. Fantastisch. Ja, das ist halt eins der Sets, die Lego rausgebracht hat. Genauso der Porsche, den es ja in deutlich größer als Technik-Set gibt. Ah, die Front hast du wirklich toll gelöst, die Rundung, fantastisch. Porsche ist halt nicht eckig, ja, kann man nichts machen. Und dann die letzten drei, da muss man, Lamborghini, Ferrari und hilf mir. Nein, also das da hinten ist ein McLaren. Ah, klar. Das hier ist der Ferrari F40, den Lego halt auch in, ich weiß gar nicht, 1:10 ist es nicht. Naja, irgendwas zwischen 1:10 und 1:20. Ein brillant schönes Set, also macht unglaublich viel Spaß, das zusammenzubauen. Kommt mit extrem wenig Aufklebern auf, hat alle Details, die man braucht, um's wiederzuerkennen. Aber schlussendlich halt doch zu groß. Deshalb musste ich da nochmal selber Hand anlegen. Ja, und dann hier noch der Lancia Stratos, der damals einen Rallye-Sieg nach dem anderen eingefahren hat. Und ich kann nicht genau sagen, warum, aber immer noch eins meiner Lieblingsmodelle ist. Lieber Stefan, ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder ein Stück deiner Brick Valley hier in Borken zu sehen bekommen. Und ich danke, dass du da bist. Sehr gerne, und es gibt noch genug Sachen, die ich ausstellen kann. Keine Sorge. Stefan Sander kommt nächstes Jahr wieder. Das freut uns. Danke, Stefan. Tschüss.